Julia Roberts und Denzel Washington in dem Thriller Die Akte. In einem exklusiven Drehbericht verraten wir Ihnen jetzt die Hintergründe der spektakulären John Grisham-Verfilmung. Washington war neben New Orleans der Hauptdrehort für die Verfilmung des Grisham-Romans Die Akte. Regisseur Alan Pakula fand in der US-Hauptstadt die optimale Kulisse für seinen Polit-Thriller. Beeindruckende, fast bedrohliche Regierungsgebäude, der richtige Platz für Intrigen. Ich mache gern spannende Filme. Hitchcock glaubte, dass er spannende Filme und angsteinflößende Leute deshalb so sehr mochte, weil er selbst ein verschrecktes Kind war. Das Gleiche könnte man auch von mir sagen. Aus dem verschreckten Kind ist ein erfolgreicher Regisseur geworden. Nach Filmen wie Die Unbestechlichen und aus Mangel an Beweisen konnte Pakula mit Die Akte seiner Vorliebe für Spannung wieder nachkommen. Aber Machtspiele faszinieren ihn ebenso. Ich bin fasziniert von Macht und wie sie Menschen verändert. Egal, ob es sich nun um Präsidenten, Chefs, Produzenten oder Regisseure handelt. Intrigen, Korruption, Mord – die richtigen Zutaten für einen Pakula-Film. Da fehlt dann nur noch eine Frau und warum soll die nicht im Mittelpunkt stehen? Schon beim Schreiben des Drehbuchs hatte er für diesen Part Julia Roberts im Kopf. Für mich war es das Erwachsensein, das mich an dieser Rolle so interessierte. Die Tatsache, dass sie mitten im Leben steht und mit der Wirklichkeit konfrontiert ist. Das traf natürlich auch für die anderen Frauen zu, die ich gespielt habe. Aber sie hatten alle ganz andere Schwierigkeiten. Ob das nun häusliche oder finanzielle Probleme waren, es ging um einfache Dinge. Bei Darby liegen die Probleme tiefer. Ich glaube, das ist es, was die Rolle für mich attraktiv machte. Die 28-jährige Schauspielerin kommt nicht nur beim Publikum und bei Regisseur Alan Pakula gut an. Auch mit ihrem Filmpartner Denzel Washington steckte sie während der Dreharbeiten unter einer Decke. Für ihre Parts mussten sich beide Schauspieler gründlich vorbereiten. Washington wechselte sogar zum Erzfeind über. Es war sehr interessant für mich, weil ich mit Journalisten der Washington Post zusammenarbeitete. Es ist faszinierend, einmal in Ihren Bereich Einblick zu erhalten, weil ich normalerweise ja auf der anderen Seite stehe und das Opfer von Beschimpfungen bin. Durch die intensive Vorbereitung sollte ein möglichst realistischer Film entstehen. Natürlich angereichert mit den typischen Hollywood-Zutaten. Oscar-Preisträger Denzel Washington ist mit dem Ergebnis zufrieden. Ich denke, der Film ist ein Spiegelbild der heutigen Gesellschaft. Wir glauben, beziehungsweise man lässt uns glauben, dass jederzeit alles passieren kann. Wir haben so viel Korruption erlebt, dass wir mittlerweile alles für möglich halten. Alles ist möglich, selbst schwere Abstürze. Aber die gibt es ja nur im Film. Mit dem Actionstar Wesley Snipes geht unser Primetime-Kino weiter. Seien Sie jetzt dabei, wenn Wesley Snipes eine steile Karriere macht. Vom kleinen Laufburschen zum Gangsterboss. Doch als der Drogenhändler Snipes aussteigen will, wird er zum Gejagten. Spannende Unterhaltung mit dem Thriller Sugar Hill.